Anfang dieses Jahres hat ein Zuschauer dieses Kanals mir einen Vorschlag gemacht. Hey, mach doch mal ein Video über deine Analogfotografie. Meine Reaktion dann? Ja, mach ich. Bin schon dabei, ich habe das ganz oben auf meiner Liste. Ja, wie gesagt, das war Anfang dieses Jahres, jetzt haben wir Oktober. Aber ihr wisst ja, wenn ein Mann sagt, er macht das, dann macht er das. Man muss ihn nicht alle 6 Monate daran erinnern. Aber im Ernst, ich wollte ein Video machen tatsächlich zum Thema, warum ich mit Analog angefangen habe und dabei geblieben bin und es mir jetzt immer noch Spaß macht. Ja, so ungefähr wäre das Thema gewesen, wenn ich das Video vor einem halben Jahr aufgenommen hätte. Wenn ich es vor 3 Monaten aufgenommen hätte, dann hätte es eher geheißen, warum ich mit Analog angefangen habe und jetzt doch keinen Bock mehr habe. Ja, jetzt heißt es, ihr seht es ja. Momentan bin ich jedenfalls bezüglich Analog wieder hochmotiviert. Also es ist ein echtes Wechselbad der Gefühle. Ich glaube, jeder, der heutzutage noch oder wieder analog fotografiert, hat seine ganz eigene Geschichte dazu und ich erzähle euch jetzt einfach meine. Fangen wir vorne an und zwar im Frühjahr 2021. In diesem Frühling 2021 kam meine Frau zu mir und meinte, sie würde eigentlich mal ganz gerne Analogfotografie ausprobieren. Und ich war von diesem Vorschlag natürlich gleich sehr angetan, denn das bedeutete für mich, ich darf eine Kamera kaufen. Das kann man sich nicht entgehen lassen. Ich habe mich dann natürlich gleich in einem System umgeschaut, das ich schon kannte, Pentax, denn meine erste DSLR war eine Pentax und ich war kurz davor auch wieder zurückzuwechseln. Zu dem Zeitpunkt war ich noch bei Micro Four Thirds. Und als diese Kamera dann da war, dann habe natürlich ich mehr damit gemacht als meine Frau. Denn die Kamera kam auch genau zum richtigen Zeitpunkt, also in meiner alljährlichen Frühlingsfotokrise. Man hat es ja im März oder auch im April noch als Landschaftsfotograf nicht wirklich leicht, wenn die Natur in einem Zustand ist wie ich, wenn der Wecker morgens um 5:30 klingelt und ich zu wenig Schlaf hatte. Und das wird dann romantisierend Frühlingserwachen genannt. Aber abgesehen vom allgemeinen jahreszeitbedingten Fotofrust war ich zu dieser Zeit auch sonst gerade in einer kleinen Krise. Ich hatte das Gefühl, ich setze mich einfach zu sehr unter Druck. Ich möchte ständig was liefern und zeige zu viele schlechte Bilder. Also die typischen Symptome von unvernünftiger Social-Media-Nutzung. Ja, und in diese Krise kam dann diese Kamera. Und das war ein bisschen eine Befreiung für mich, dieses ganz andere Gefühl beim Fotografieren. Also eben das Entschleunigte, die Haptik dieser Analogkamera, der Blick durch den klaren, hellen optischen Sucher, das manuelle Fokussieren über die Schnittbildmattscheibe. Und das Ganze in Kombination mit Bildern, über die ich keine Kontrolle mehr habe, sobald ich den Auslöser gedrückt habe. Denn ich habe die dann in das Labor zum Entwickeln gegeben. Am Anfang auch noch Abzüge machen lassen, später dann Scans. Aber jedenfalls, wenn das Bild gemacht war, dann war es nicht mehr meine Verantwortung. Ich habe die Bildbearbeitung einfach abgegeben. Und so habe ich diese Kamera einfach genutzt, wenn ich ein Bild machen wollte von irgendwas, was schön war. Wo ich einfach ein Bild davon haben wollte, aber ohne besondere fotografische Ambitionen. Und das Ganze dann aber in Vollformatqualität, denn wie gesagt, ich war damals ja noch bei Micro Four Thirds. Und das Ganze hat sich einfach angefühlt wie eine Befreiung von meinem quälenden Perfektionismus. Und es war damals ja auch noch keine Preisfrage. Kodak Gold Diapack gab es beim Rossmann für 10 Euro. Das waren noch Zeiten. Ja, die anderen Analogfotografen, die jetzt zuschauen, wissen, was dann kam. Erst monatelang fast gar kein Kodak Gold mehr zu bekommen und dann war der Dreierpack plötzlich bei 18 Euro. Und nebenbei habe ich festgestellt, dass ich irgendwie doch gern mehr draus machen würde aus der Analogfotografie und Kontrolle komplett abgeben nach dem Auslösen doch nicht ganz so mein Ding ist. Ich habe also den Entschluss gefasst, tiefer einzusteigen in die Analogfotografie mit allem, was dazugehört, einschließlich Filmentwicklung. Und weil Filmentwicklung in Schwarz-Weiß einfacher ist als in Farbe, bin ich auf Schwarz-Weiß-Filme umgestiegen. Das heißt, ich bin einfach mal in ein Fotogeschäft in Freiburg hineinspaziert und habe gesagt, gebt mir einen Schwarz-Weiß-Film, irgendwas, was ihr gerade da habt. Dieser erste Schwarz-Weiß-Film war dann ein Ilford HP5 und dann habe ich natürlich noch die Chemikalien zum Entwickeln gebraucht und natürlich das ganze andere Zeug, aber für die Chemikalien habe ich einfach mal bei Photo Impact so nach Starter-Kits geschaut. Da gab es dann so eins mit einem kleinen Fläschchen FX39. Plus Fixierer, plus 3 Filme, Ilford Delta 100. Wie man sieht, habe ich einen davon immer noch. So haben jedenfalls die ersten Bilder von meinen ersten selbst entwickelten Filmen ausgesehen. Ich war nicht allzu zufrieden mit diesem Look. Viel zu viel Korn und
Ich habe mich dann umgeschaut nach anderen Filmen und anderen Entwicklern. Für den Film bin ich auf eBay gegangen und habe einfach mal geschaut, was da angeboten wird. Da hat jemand 8 Filme Kodak T-Max 400 angeboten. Ich habe sie für ungefähr 8 € pro Film bekommen. Wäre heutzutage mittlerweile auch undenkbar. Zum Entwickeln wollte ich auch was Feinkörnigeres haben und habe dann diesen Tetinal Ultrafine T Plus ausprobiert. Und das ging dann schon eher in die Richtung, die ich eigentlich haben wollte. Habe dann auch etwas niedrigempfindlichere Filme ausprobiert, wie Rollei Retro 80S, wobei es da für diesen Entwickler keine zuverlässige Entwicklungszeit irgendwo angegeben gab. Da musste ich also schon ein bisschen experimentieren, war nicht hundertprozentig zufrieden immer noch mit der Bildqualität. Und dann habe ich erstmals Adrox CMS20 mit dem dazugehörigen Spezialentwickler probiert und ich muss sagen, da war ich dann hin und weg. Also diese extrem feinen Details, diese Schattenzeichnung und dieser wahnsinnige Dynamikumfang, wenn man irgendwelche Teile des Bildes überbelichtet, man kann die praktisch gar nicht überbelichten. Und damit war ich dann beim Thema Hochauflösungsfilme gelandet und habe praktisch nichts anderes mehr verwendet. Also auch mal Agfa-Copex Rapid oder auch mal ein Adrox HR50, aber alles deutlich unter 100 ISO. Und dafür mit entsprechend wahnsinniger Auflösung. Also quasi Bilder, die ich auch mit einer monochromen Digitalkamera so ähnlich hätte machen können. Analog zu fotografieren in einer Qualität, die einer Digitalkamera in nichts nachsteht, ich muss schon sagen, das macht Spaß. Und das in einer Zeit, in der mir die digitale Farbfotografie wieder mal nicht so richtig Spaß gemacht hat. Diesmal vor allem aus dem Grund, dass der Trend zu Fakes, Fotomontagen, Luminar und so weiter, einfach überhand genommen hat. Und ich hatte sowas von keinen Bock mit diesen unzähligen Fake-Himmels, Fotomontagen und ihren meistens ziemlich toxisch-narzisstischen Urhebern zu konkurrieren. Und mich dann auch noch mit dem Publikum rumzuärgern, das diesen Leuten nachläuft, selbst wenn man den Leuten dann sagt, ey, schau doch mal her, das ist doch ein Fake, sieht man doch eindeutig, willst du sowas wirklich sehen? Und die Leute sagen dann, ja, genau das wollen wir sehen, das gefällt uns. Könnte ich mich schon wieder reinsteigern ohne Ende. Na. Jedenfalls schwarz-weiß fotografieren auf Film, vor der Aufnahme schon ganz bewusst die Entscheidung treffen für schwarz-weiß, das hatte dann wieder so eine befreiende Wirkung auf mich. Das war so eine Möglichkeit, mich so weit wie es nur geht abzugrenzen von diesem toxischen Farb-Fake-Trend. Aber mein Perfektionismus war dann natürlich wieder da, denn ich wollte aus diesen Schwarz-Weiß-Bildern so viel wie möglich rausholen. Anfangs habe ich natürlich vor allem Landschaft fotografiert, so wie ich es gewohnt war, aber dann irgendwann festgestellt, dass in Schwarz-Weiß eigentlich Bilder von Zivilisationen, von Städten, also auch in Städten aufgenommen, oft viel besser wirken, weil man da viel mehr mit Strukturen und Licht und Schatten machen kann und die Farbe keine so große Rolle spielt. Damit habe ich ein zunehmendes Interesse an Stadtlandschaften entwickelt, aber wie gesagt, Stadtlandschaften, also keine Streetfotografie. Menschen habe ich so gut wie möglich aus den Bildern rausgehalten. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich auch meistens versucht habe, Bilder ohne Autos zu machen, weil Autos meistens nur stören und überhaupt nichts zur Bildkomposition beitragen. Bildkomposition, ich mag den Begriff nicht. Nein. Jedenfalls hat sich dadurch ergeben, dass meine Stadtlandschaftsbilder meistens einen ziemlich nüchternen, unspektakulären, eher dokumentarischen Stil hatten. Aber trotzdem habe ich versucht, natürlich diese Städte möglichst ästhetisch darzustellen. Die Bilder hatten auch irgendwie ein bisschen was Zeitloses, weil ich eben die Autos auch rausgehalten habe und da hatte ich dann das Gefühl, ich habe vielleicht die Chance, jetzt endlich einen richtig eigenen Stil zu entwickeln. Irgendwas, was wiedererkennbar ist. Weil meine Landschaftsbilder, die sind schon auch ganz ansehnlich, aber Bilder in dem Stil, das machen einfach viele. Andererseits kommen solche hübschen, bunten Landschaftsbilder natürlich auch ganz gut an bei den Leuten. Auch ohne Fake-Himmel. Und ich habe mir überlegt, mal wieder einen Kalender zu machen mit diesen Bildern. Hatte ich früher schon ein paar Mal und kam auch ganz gut an. Aber da ich mittlerweile so viel Spaß hatte an Stadtlandschaften in Schwarz-Weiß, habe ich überlegt, ja, ich könnte auch mal einen Schwarz-Weiß-Kalender machen. 12 unterschiedliche Städte sollte ich doch innerhalb von einem Jahr oder so gut zusammenbekommen. Damit hatte ich ein Projekt, ja. Und meine Frau, auf deren Anregung ja diese Kamera hier ins Haus kam, die wollte eigentlich schon lang mal eine Reise machen nach Belgien, einen Städtetrip und früher
hätte ich da einfach gesagt, okay, ich gehe mit, aber ich habe nichts davon. Ja, und dieses Jahr hatte ich richtig Spaß dran und jede Menge Schwarz-Weiß-Analog-Stadtlandschaftsbilder gemacht. Das wäre also der Stand gewesen, wenn ich dieses Video vor einem halben Jahr aufgenommen hätte. Also ein Video über die Gründe, wie ich zu Analog gekommen bin und warum ich dabei geblieben bin und es mir heute immer noch Spaß macht und immer noch so total motivierend ist. Ja, wie gesagt, dabei ist es nicht geblieben. Vor ein paar Wochen haben wir unsere zweite Reise in diesem Jahr gemacht, diesmal in die östlichen Nachbarländer Tschechien und Polen. Erste Zwischenstation war Prag und ich hätte da einen Tag Zeit gehabt, ein Analogfoto zu machen für meine Sammlung. Ich habe keins gemacht und an diesem Tag beschlossen, ich gebe dieses 12-Städte-Projekt auf. Aber Zweifel hatte ich sowieso schon vorher. Zum einen habe ich mich mit diesem Projekt stark eingeschränkt, da konnte ich ja eigentlich nur Querformatbilder verwenden, aber manche Perspektiven funktionieren einfach nur im Hochformat. Und auf Film zu fotografieren und das Bild nicht gleich kontrollieren zu können, das hat halt auch gewisse Nachteile. Vor allem, wenn man Bilder macht, wo man nicht durch den Sucher schauen kann und einfach auf gut Glück abdrückt. Da kommt man von der Reise zurück, kann endlich seine Bilder entwickeln und hat dann sowas vor sich. Kann ein bisschen frustrierend sein. Ich musste mir außerdem auch die grundsätzliche Frage stellen, bezogen auf diesen angestrebten eigenen Stil, was will ich da eigentlich? Also will ich in schönen Städten die schönen Ecken schön fotografieren? Oder ist es nicht eigentlich viel reizvoller, an weniger ästhetischen Orten doch möglichst ästhetische Bilder zu machen? Und sind manchmal nicht erkennbare Menschen im Bild vielleicht doch vorteilhaft? Und wenn ich zeitlose Bilder anstrebe, dann muss ich eigentlich nicht nur die Autos raushalten, sondern auch Schilder. Und dann wird es allmählich doch ein bisschen arg einschränkend. Und dann kommt natürlich zum schon genannten praktischen Nachteil, dass man die Fotos nicht gleich sehen kann, noch mehr dazu, wenn ich immer mit diesen niedrig empfindlichen Filmen fotografiere. Da bin ich sehr eingeschränkt, wenn ich Freihand fotografieren will, aber ich habe auch nicht immer die Zeit und den Nerv, ein Stativ aufzustellen, gerade in einer Stadt, wo ich lauter Leute um mich herum habe, ich mit meiner Sozialphobie. Zwei meiner Lieblingsstadtansichten sind eben digital entstanden und wären damit schlicht unmöglich gewesen. Dieses hier zum Beispiel 300 mm Objektiv und ich stand mitten auf der Straße. Ich musste das Freihand machen, da konnte ich kein Stativ aufstellen. Oder auch das hier, ISO 1600. Anders wäre das nicht darstellbar gewesen und eine halbwegs wasserfeste Kamera wäre wahrscheinlich auch von Vorteil, wenn ich sowas machen will. Und eben diese Bilder waren mit Telebrennweiten aufgenommen. Wenn ich ohne Stativ arbeiten will, bin ich auf kleine Brennweiten beschränkt. Dann kamen obendrauf noch die ganzen Kompromisse, die ich eingegangen bin, weil ich ja mit einem System analog und digital fotografieren wollte, also mit meinem Pentax-System, mit dem das ja theoretisch geht. Aber praktisch sind eben alte Zoom-Objektive an neuen Kameras kaum zu gebrauchen. Wenn ich Objektive benutzen will, die mit digital und analog voll kompatibel sind, dann brauche ich welche mit Blendenring. Und ich habe einfach noch keinen Standard-Zoom gefunden, das einen Blendenring hat und an der K1 richtig überzeugend abliefert. Also da gab es eigentlich nur Kompromisslösungen. Ich hatte also eigentlich nur die Wahl, verwende ich im Normal- und Weitwinkelbereich ein Kompromiss-Zoom-Objektiv oder mache ich da alles mit Festbrennweiten. Beides nicht immer allzu befriedigend. Ja, und dann kommt noch eine weitere Grundsatzfrage obendrauf. Ich glaube, ich habe manchmal, wenn ich analog fotografiere, so die Neigung, mir einzureden, dass diese Bilder jetzt, weil sie auf Film aufgenommen sind, irgendwie mehr wert wären, weil sie dann eine Seele haben und greifbar sind. Und wenn es aber rein um den Bildinhalt geht, glaube ich, hätte ich viele von diesen Bildern digital einfach nicht gemacht. Und viele von meinen Analogfotos sind einfach, wenn man nicht weiß, dass sie analog sind, einfach nur das Bild anschaut, ziemlich banal. Was ich natürlich immer erst feststelle, wenn ich den Film entwickelt habe. Darauf muss ich ja immer warten. Und Schwarz-Weiß-Fotografie ist schwierig. Es ist eine echte Herausforderung. Es ist ein langwieriger Lernprozess. Und wenn ich immer erst den Film entwickeln muss und vorher den Film vollkriegen muss, dann dauert dieser Lernprozess noch viel länger. Klar ist es mir immer noch sehr viel wert, mich bewusst vor der Aufnahme für Schwarz-Weiß entscheiden zu können. Aber das kann ich ja mittlerweile theoretisch auch mit einer neuen Kamera, die dieses Jahr für mein Pentax-System vorgestellt wurde.
In meinem Video über diese Kamera habe ich ja die Rechnung aufgestellt, dass wenn ich jede Woche Bilder im Wert eines CMS-20-Films mache, dann habe ich in 4 Jahren die Investition quasi wieder drin. Zu diesem Zeitpunkt lag der Preis für so ein CMS-20 bei 9,60 €, jetzt ist er gerade auf 12 € gesprungen. Das heißt, die K3 III wird im Vergleich noch wirtschaftlicher. Und wenn ich dieses Video vor 3 Monaten aufgenommen hätte, dann wäre eben das der Stand gewesen. Analog war eine Episode, aber ich werde wohl aussteigen und für Schwarz-Weiß-Bilder auf die K3 III Monochrom umsteigen. Ja, ich habe mal kurz umgeräumt. Ich bin jetzt auch Leica-Besitzer. Ihr habt es mir geglaubt, oder? Ich habe es auch gedacht im ersten Moment, als ich das hier bei Kleinanzeigen gesehen habe, als Teil einer Sammlung von mehr als 20 Kameras. Natürlich habe ich mir die Abbildung dieser Kamera vorm Kauf genauer angeschaut und auf die Seriennummer geschaut und die hat überhaupt nicht dazu gepasst, dass das hier eigentlich eine Schraub-Leica 2 sein müsste. Und dann habe ich mal geschaut, was solche Kameras eigentlich wert sind, wenn man sie weiterverkauft. Und bei der Suche jede Menge Leica 2 Replikas gefunden. Und ja, der Verkäufer hat auch gleich gesagt, das hier ist natürlich eine Fake Leica, das ist ein Nachbau. Aber war mir egal, denn diese Sammlung war trotzdem noch sehr günstig. Es war diese Nikon FE2 dabei. Gute Kamera habe ich ausprobiert, aber gleich wieder verkauft, denn ich habe schon zwei analoge Spiegelreflexsysteme, neben Pentax K auch noch M42. Ich fange kein drittes an. So eine kleine Olympus Punkt- und Schießkamera war auch dabei. Ich habe sie getestet. Sie hat einen Defekt. Den hier ist wohl typisch für dieses Modell. Trotzdem hat mir noch jemand 60 € bei eBay für diese Kamera gegeben. Keine Ahnung, warum die Leute so viel Geld für solche Kameras zahlen. Die sind kompakt, aber ich finde, sie machen keinen Spaß. Das fühlt sich einfach nicht mehr richtig nach analog fotografieren an. Das fühlt sich eher an wie Handyknipserei. Nur auf Film. Jedenfalls habe ich mit diesen beiden Verkäufen schon mehr als die Hälfte des Kaufpreises wieder drin und die übrigen Kameras in der Sammlung versprechen eher wenig Verkaufserlös, aber dafür jede Menge Spaß. Angefangen zum Beispiel bei dieser 6x9 Mittelformatkamera, ja wirklich aus den 30er Jahren. Die braucht allerdings 620er Film, der wird seit den 80er Jahren nicht mehr produziert. Auf der anderen Seite wäre dann diese Schönheit hier mit Negativen im Smartphone-Sensorformat. Den Film gibt es auch seit 1999 nicht mehr. Dazwischen verschiedene Kleinbildmodelle, die sich noch deutlich mehr nach Analogfotografie anfühlen als diese Point-and-Shoot-Dinger da. Und es waren nicht nur Kameras in der Sammlung, sondern auch einzelne Objektive. Ich endlich auch so eine legendäre 1000 mm Russentonne. Ich habe jetzt auch das erste Mal Mittelformat ausprobiert, nicht damit, sondern damit. Und das ist nochmal eine völlig andere Art zu fotografieren, auch durch dieses Quadratformat, das diese Kamera hier verwendet. Und natürlich die größere Negative, wo man gleich viel mehr sieht und die Bildqualität trotz höherer ISO als 50 oder 20. Mit dieser Sammlung werde ich jedenfalls jede Menge Spaß haben in den nächsten Monaten. Habe mittlerweile sogar C41 Chemie und einen Sous-Vide-Garer bestellt, um Farbfilme daheim entwickeln zu können, denn ich sehe es gar nicht ein, dass mir ein Labor diesen 1987 abgelaufenen Vericolor 2 verhunzt. Wenn jemand diesen Film verhunzen darf, dann bin ich das. An dem ganzen Spaß, den ich damit haben werde, möchte ich euch jedenfalls auch gerne teilhaben lassen. In Form einer neuen Videoreihe, wo ich diese alten Kameras, auch gerade diese schwierigen, für die es keine Filme mehr gibt, teste oder auch mal Objektive. Alte Filme, zum Beispiel eben diesen 87er Vericolor 2, guter Jahrgang, oder wie wäre es 1971er Original Adox KP14. Mir fehlt nur noch ein guter Titel für diese Videoreihe zum Beispiel. Relativ experimentelle Technik-Reviews, Objektive, Kameras, Nebenprodukte, Intention primär Spaß. Kurz Retro-Knips. Mir fällt hoffentlich noch was Besseres ein. Das war soweit jedenfalls meine Analoggeschichte bis heute.
Schreibt mir gerne auch eure Geschichten in die Kommentare und kommentiert auch gerne, welche von diesen schönen Kameras ich zuerst testen soll. Versprochen, dieses Mal dauert es kein Dreivierteljahr, bis das Video kommt. Das war es jedenfalls von mir für heute. Viel Spaß noch beim analogen oder digitalen Fotografieren und wir sehen uns sehr wahrscheinlich sehr bald beim nächsten Video. Tschüss.